Hey Freunde, herzlich willkommen bei eurem Schulfa und Poppy Playtime. Kapitel 3 steht kurz bevor. Es kann nicht mehr lange dauern, kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und weil ich noch nicht auf alle Teaser-Trailer oder alle Teaser-Tapes, könnte man sagen, reagiert habe, machen wir das jetzt in diesem Video. Denn die Jungs und Mädels von Mob Games haben ja, glaube ich, 3 so VHS-Tapes rausgehauen, um uns für Kapitel 3 anzuheizen. Ich habe erst 2 geguckt, 1 noch nicht, aber wir schauen uns jetzt trotzdem nochmal alle an, damit wir genau wissen, was hier Sache ist, Leute. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da, wenn euch der Content hier auf dem Channel gefällt. Leute, gerne auch abonnieren, falls ihr nicht gemacht habt. Und wir starten mal rein in das erste Tape. Ich glaube, das ist das Tape mit Huggy, ne? Ich meine schon. Okay. Hier jagen die ja, glaube ich, Huggy, weil der entkommen ist, ne? Huggy ist ja irgendwie abgehauen. Ja, genau hier. Experiment 1170 haut durch eine offene Tür ab. Hier sehen wir ihn doch gleich irgendwo, oder? Ja, da sieht man ihn. Wie er es geschafft hat zu entkommen, Leute. Okay, und alle Sicherheitsmitglieder und Fahrzeuge verfolgen ihn jetzt. Und suchen ihn hier draußen irgendwo im Wald. So eine krasse Aufzeichnung, Leute. Ist ja das da hinten? Sieht man... Oh! Nee! Wow! Alter, habe ich schon vergessen, dass das so passiert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich sehe seine Augen, aber er kommt einfach angerannt. Okay, sie haben versucht, ihn zu blockieren und zu umkreisen. Aber er schafft es zu entkommen. Genau, er flieht in den Wald und sie kriegen ihn nicht. Okay, sie teilen sich in kleine Gruppen auf. Und verfolgen 1170 Huggy Wuggy zu Fuß. Hier irgendwo im Gebüsch, im Wald. Und da hinten ist er. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Auf dem Tape hier kann man ihn sehen. Da hinten sieht man seine Beine und so. So ein Dulli. Da ist er auch. Das sind so Wildkameras hier, glaube ich, ne? So Wildkameras, die nur auslösen, wenn sie was sehen. Da machen die immer so ein Foto. Okay, die haben in 4 Quadratmeilen... haben die durchsucht, sogar in angrenzende Wohngebiete. Okay. Und außerhalb des Radius funktionieren die Walkie-Talkies vom Sicherheitsteam nicht mehr. Das heißt, die können sich auch nicht mehr richtig verständigen. Was schlecht ist, wenn man was Großes und Gefährliches verfolgt. Ich sag ganz ehrlich. Und hier liegt so ein Elch oder so, ne? Und ein großes, totes Reh. Großer, toter Hirsch, besser gesagt. Da hatte wohl Huggy Wuggy ein bisschen Hunger, Leute. Yo. Während der Suche wurden einige Sicherheitsteammitglieder erledigt und noch mehr werden vermisst. Heftig. Huggy Wuggy hat mächtig deftig aufgeräumt. Hey, aber die haben ihn verfolgt, ne? Er wollte nur weg. Er kann nichts dafür. 5 tot, 6 vermisst. Alter, der macht so krasse Geräusche. Es dauert fast 4 Stunden, bis sie ihn betäubt haben und ihn wieder zurückbringen konnten. Okay, hier steht jetzt nochmal, wie hat 1170 es geschafft, durch das Lüftungssystem zu entkommen, ohne dass die Sicherheitsleute es gemerkt haben. Ja, nur durch absolutes Glück konnten wir ihn finden, bevor jemand anders ihn gefunden hat. Und es hat uns Leben gekostet. Ja, the Innovation Department is not happy. Ja, die Abteilung, die Innovationsabteilung ist nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Unterschrieben von Laith Pierre. Laith Pierre, der ist ja quasi der, ja, die leitende Person und so bei der Playtime Corporation. Und er ist gar nicht glücklich darüber, dass Huggy es geschafft hat, zu entkommen. Und warte mal, hier sieht man doch jetzt noch, ja, guck mal, das Bild von so einem Haus oder eine Aufnahme von einem Haus und hier steht er einfach. Hier ist der Kopf, hier sind seine Hände. Guck mal, wie groß er einfach ist, wenn er komplett aufrecht steht. Wenn Huggy komplett aufrecht steht, was ist das Haus hier? Sagen wir 2,50 Meter hier über der Tür, plus die Dachspitze hier sind auch easy 2,50 Meter. Ist er aufrecht, wenn er steht? Locker 5 Meter. Riesiges Vieh, Mann. Und jetzt kommen wir hier ins zweite Tape und ins Bigger Bodies Relocation Guide. Wie man also die großen, ja, die großen lebendigen Spielzeuge an einen anderen Ort bringt. Darum geht es ja in diesem Tape. Ein Mitarbeiter-Trainingstape. Damit auch bloß niemandem Fehler passieren. Besser ist es. Alter. Ist einfach so krass, was die hier alles für Viecher gebaut haben. Da ist Kissy Missy.
Kissy Missy muss jetzt woanders hingebracht werden, ja? Kissy Missy kann an dem Ort hier nicht mehr bleiben. Also Schritt 2. Den Giganten sichern. Schön festzurren auf der Liege, auf der Trage. Ordentlich festbinden. Mit hier so ein paar, ja, die haben hier scheinbar irgendwelche speziellen Gurte dafür, so wie das aussieht. Ne? Und irgendwelche Handgelenksfesseln oder sowas. Dann kommt der Riese auf den Zug. On the train. Okay, oh. Loosen the straps. Genau. Bindet ihn wieder los hier. Nein, nein, das machen wir nicht. Der bleibt so. So, wir haben den 8.8.95. Ist schon ein paar Jahre her. Wir haben 10.42 Uhr morgens. Okay, wir sollen Bescheid sagen, welche Route wir fahren. Und dann fahren wir los. Um 10:45 Uhr. Sagen wir mittags. Späten oder frühen Mittag. Ja? Hier fährt der Zug durch. Schritt 6. Ich will hier wieder, ne? Eigentlich sollen wir den Riesen natürlich beobachten. Aber das Vieh will die ganze Zeit, dass wir es befreien. Aber das machen wir nicht. Release the straps. Nein. Wir werden ihn nicht losbinden. 10.59 Uhr. Quasi 11 Uhr. 11 Uhr und noch sieht alles richtig aus. Noch sind alle... Oh, 11.14 Uhr. In 15 Minuten hat Kissy Missy jeden auf dem Zug umgebracht und sich dann einfach wieder auf die Trage gelegt. So mäßig, ja Leute, ich war's nicht. Vielleicht war sie es wirklich nicht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wohl, diese ganzen Sachen sind gelöst. Sie hat Blut am Mund. Ich denke schon, sie war's. Ja, hier gibt's einfach ein komplettes Mitarbeiter-Trainingstape, um die großen Monster zu verlegen, wenn die woanders hin müssen. Nur scheinbar hat es nicht so gut funktioniert. Und jetzt schauen wir uns das neueste Tape an. Restricted Restoration. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir noch nichts hierzu angeguckt. Auf dem Thumbnail war Bronn. Der Dinosaurier, da ist er auch. Okay. Testsubjekt, 59 Jahre alt, Thomas Clark. 1955. 6 months ago, he was diagnosed with terminal lung cancer. Now, er hat Krebs. Oh, okay. Und weil er Krebs hat, inoperabel, also dumm gelaufen, hat er sich jetzt freiwillig für dieses Experiment gemeldet. Ich bin gespannt. Oh. Oh, sie haben ihn in so eine kleine Bronn-Figur reingepackt. Habt ihr gesehen? Er hat die Augen bewegt. 1199 displayed much more disorientation than we expected. Subsequent mental testing metrics were also cut practically in half. It's just conjecture on my part, but I don't believe he knows where he is or... Alter, sie hat gerade gesagt, sie haben es scheinbar geschafft, ihn da reinzukriegen. Gehirnaktivität ist nur noch die Hälfte wie vorher. Und die Schlussfolgerung ist, dass er nicht weiß, wo er ist oder wie er da hingekommen ist. Er steckt jetzt einfach in einer leblosen Dinosaurierfigur und weiß nicht, was abgeht. Alter, wie krass ist das? To make matters worse, the other experiments could tell 1199 was different. Okay, und die anderen Experimente wissen auch, dass er unterschiedlich ist oder anders ist? Oh, er kann sich aber bewegen da drin, ne? Okay. So ein bisschen kann er sich bewegen. Oh. Und das sind die anderen Experimente. Da war PJ Parker Püller und so. Und die kommen näher, oder was? Wow! Alter, wer war das denn? Oh, haben die ihn angegriffen? Oh! Alter, haben die so einen riesigen Keller, wo die alle Experimente drin halten, oder was? So ein riesiges Kellergewölbe, wo alle Experimente irgendwie eingepfercht sind und sich gegenseitig an die Gurgel gehen? They would have killed him had the research team not intervened, and even then, there was still significant damage to the internal structures with some of the anatomy. Sie wollten ihn töten, die anderen Experimente. Namely, the larynx and the thyroid having been completely devoured. It took 12 hours in surgery to stabilize 1199. 12 Stunden OP, um ihn zu retten. We keep him separated from the others now. Jetzt halten sie ihn woanders. Alter, was zur Hölle?
Was für kranke Experimente machen die denn da bei Playtime Co.? Alter. Und er konnte sich ja nicht mehr wehren, ihr habt's gesehen. Er war in so einem ultra kleinen Dinosaurierkörper, konnte nur so ein bisschen den Hals drehen. Er weiß nicht, wo er ist. Und die anderen Experimente gehen auf ihn los. Alter. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Tape, bevor Kapitel 3 droppt. Ich brauche mehr Infos. Alter. Leute, eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt auf Kapitel 3. Shit. Heftige Experimente. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.